Kräftemäßig müsste das eine unterschiedliche Angelegenheit sein. Die Bamberger ausgeruht, Ulm unter der Woche mit einem Einsatz im Eurocup mit einer Niederlage gegen Cluj. Bamberg mit gutem Zusammenspiel hier. Woodbury findet Philipp Stanic. Gerade Woodbury zuletzt ja gegen die Münchner in guter Form gewesen und auf der Point Guard Position mit vielen guten Ideen. Wir sind noch im ersten Viertel. Johnson und dann EJ Onu, der hat ja das Drei-Punkte-Spiel für sich entdeckt und hier erfolgreich von draußen. Im zweiten Viertel der Korb wird attackiert. Luki Herzog ist das. Ein engagierter Auftritt der Bamberger, die allerdings zu diesem Zeitpunkt auch schon einige Ballverluste zu viel auf dem Konto hatten. Und das kann eine Mannschaft wie Ulm ausnutzen, die sowieso offensiv wie am Schnürchen gezogen hier auftreten. Der Dreier von Tommy Kleppeis, variable spielende Offensive, obwohl sie kurzfristig auf Karim Jallo verzichten müssen. Juan Núñez, der spanische Point Guard, mit einem Wurf von draußen. Das dritte Viertel, dann arg umkämpft, eine knappe Partie und eine gut klassische Partie in dieser Phase. Schönes Zusammenspiel, Núñez auf Williams. Der Amerikaner heute mit großer Spiellaune, ständig anspielbereit und Ausgangspunkt von vielen guten Dingen in der Ulmer Offensive. Dann noch einmal Bamberg, Copeland deutlich besser als zuletzt bei seinem Spiel in München, aber immer wieder auch mit Fehlwürfen in wichtigen Situationen. Dann hier Alley-oop Zusammenspiel, die letzte Szene des dritten Viertels. Noch einmal Führungswechsel, wie so oft in diesem dritten Viertel. Spannung also für das Schlussviertel. Bamberg noch mit einer Führung, 6 Minuten 40 vor dem Ende. Und dann brachen irgendwie die Dämme bei den Gastgebern. Erst einmal Kleppeis von der Drei-Punkte-Linie. Die Ulmer fast ohne Fehler, fast ohne Turnovers, mit einem sehr sicheren Spiel. Auch wenn hier Jorginho Williams mit ein bisschen Glück noch findet, aber ihm gelingt fast alles und Bamberg so gut wie nichts mehr. Der Rhythmus bei den Oberfranken ist völlig weg. Es reihen sich Ballverluste an Ballverluste, viele Einzelaktionen ganz anders. Ulm Williams trifft jetzt auch die schwierigen Würfe. 20 Punkte von ihm in der Offensive. Er wird Topscorer seiner Mannschaft. Und 2,5 Minuten vor dem Ende ist die Partie dann entschieden. Núñez und dann nochmal im Nachfassen Trevion Williams. Erstaunlich, wo Ulm noch diese Energie herholt. 2 Tage nach einem Eurocup-Spiel mit 4 verletzten Stammspielern. Da muss man großen Respekt zollen. Hier nochmal zum Abschluss ein Zusammenspiel zwischen Copeland und Woodbury. Am Ende aber ein sicherer 84-76 Erfolg des deutschen Meisters beim neunfachen Meister.